Meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Simones spiritueller Lebensberatung. Heute wollen wir die Frage klären, was denkt mein Herzensmann und wie ist gerade sein Alltag und sein Liebesleben? Gelegt habe ich dafür auf der wunderbaren Legeschablone der Gedankenblick von Nadine Breitenstein mit den Mystik-Kipper-Karten von Regula Elisabeth Fichter, heißt sie, ja genau. Und mit dem Rider White Tarot habe ich ebenfalls gelegt. So, falls ihr eine Beratung bei mir buchen möchtet, habt ihr die Möglichkeit, schriftlich sowie telefonisch beraten zu werden. Und ich kann euch genau diese Kartenlegung für euch auslegen. Einen kompletten, ausführlichen Rundumblick. Alles, was dein Herz begehrt. Ich beantworte dir alle deine Fragen und schaue mir auch deinen Partner, also deinen Herzensmann an oder deine Herzensfrau. Und beleuchte alles für dich. Ja? Zudem arbeite ich mit Energien und kann eine Aura-Reinigung durchführen, auch vor allem für deinen Partner, eine Herzöffnung oder eine Herzheilung herbeiführen, kann einen Chakrenausgleich, einen kompletten Chakrenausgleich durchführen, ja? Dass dein ganzes, gesamtes Energiesystem wieder im Fluss und in Harmonie läuft und kann eine Partnerrückführung, eine Partnerzusammenführung machen und mache sehr viele, viele, viele Rituale für Finanzen, Glück, Liebe, natürlich Seelenpartnerschaft, ja, und zum Schutz und zur Kraftgewinnung. Falls ihr daran Interesse habt, meldet euch bei mir über Facebook per PN oder schreibt mir eine E-Mail an deinekartenlegerin@ymail.com und wir besprechen alles weitere. Kommen wir nun zur Kartenlegung. Dieser Liebesgedankenblick ist nun auf deinen Partner ausgelegt und wenn das Orakel etwas mit dir zu tun hat, wirst du deinen Partner, deinen Herzensmensch oder deine Herzensfrau dort drinnen wiedererkennen. So, nun kommen wir mal zu der Legung und zwar zu seinem oder ihrem Alltag. Ja? Und da sehen wir die Karten Militärperson, viel Geld gewinnen, seine Gedanken, ein langer Weg, eine Reise, Gefängnis, gute Dame, ein Todesfall und guter Herr. Und ich kann euch auch jetzt schon sagen, ich möchte mit dieser Person nicht tauschen. Denn diese Energien, die gerade hier rüberkommen, sind wirklich ziemlich zwingend und sehr heftig. Und zwar liegen da zwar auch positive Karten wie viel Geld gewinnen und so weiter, aber ihr habt gesehen, das Gefängnis liegt, die Militärperson. Und wenn das so liegt, ja, und auch die Reise daneben, das heißt auch immer Entwicklung, dann ist dieser Mensch wirklich richtig gefangen und hat auch seine Gefühle eingesperrt und ist selbst auch eingesperrt. Er hat Kopfkino, seine Gedanken kreisen den ganzen Tag eigentlich um eine Art von Ausbruch, aber er kommt nicht aus dieser Situation raus. Er kann sich daraus nicht befreien und der lange Weg liegt auch noch da. Das heißt, es geht schon lange und es wird auch noch eine Weile dauern, bis er sich befreit hat, sozusagen, wenn er es überhaupt schafft. Das viele Geld, was da liegt, das ist natürlich für ihn positiv, weil er finanziell vielleicht abgesichert ist, aber sich auch darum sehr viele Gedanken macht. Das liegen ja seine Gedanken direkt daneben. Und ja, der Todesfall liegt direkt unter der Reise und unter dem Geld und zwischen der Dame und dem Herr. Und das kann auch bedeuten, dass er an eine Trennung denkt von seiner Partnerin, wenn er vergeben ist, ja. Also das bist jetzt nicht du hier im Moment, wenn derjenige vergeben ist, dann ist das seine Partnerin. Ja, und da kann es sein, dass er an eine Trennung denkt, tatsächlich etwas zu beenden, aber überhaupt nicht handlungsfähig ist. Und er hat seine Gefühle auch total verschlossen, ja, also seiner Partnerin gegenüber und auch dir gegenüber ein wenig. Und das tut er natürlich aus einer Art von Selbstschutz. Ja, und da spüre ich, dass sein Herz auch total leidet und weint. Da wäre wirklich eine Herzensheilung, also eine energetische Unterstützung im Herzbereich für ihn wirklich wichtig und auch im Kopfbereich, denn er ist ja völlig neben der Spur. Er hat ja Gedanken, die kreisen die ganze Zeit nur um negative Dinge und ja, das tut mir richtig leid, wenn ich das hier so sehe. Also er braucht da wirklich dringend energetische Unterstützung, weil er kommt da nicht raus. Er will sich zwar entwickeln, ja, das sieht man auch ganz deutlich. Und er hat das ja auch schon
irgendwie im Kopf, aber er verdrängt das trotzdem und sperrt es ein und er sperrt sich ein und versucht einfach, er macht die Augen zu und rennt einfach immer vorwärts, ohne zu gucken und ohne auch auf sich selbst zu achten, ja? Also auch sein Selbstwertgefühl ist gar nicht mehr gut. Und diese Militärperson, die da liegt, die kann auch ein Anwalt sein, natürlich, dass er überlegt, dass er zu einem Anwalt geht. Aber das sind auch seine Strukturen, ja, die ich da wahrnehme. Also es ist nicht nur die Person Anwalt oder eine Amtsperson, sondern wirklich seine Gedankenstrukturen. Und da hat er sich sehr verschlossen und ist sehr kalt, kühl und berechnend auch und so weiter. Ja, das ist gar nicht schön. Ein anderes Szenario wäre noch, wenn dein Herzensmann oder dein Wunschpartner Single ist, dass er an dich denkt und versucht, da eine Brücke zu schlagen zu dir, aber momentan überhaupt nicht, ja, eben auch überhaupt nicht offen ist. Ja, es ist eigentlich egal, ob er jetzt vergeben ist oder nicht, er ist einfach nicht offen. Er verdrängt vieles, seine Wünsche, seine Sehnsüchte, ja, die er offensichtlich hat und die er eigentlich so sehr liebt, verdrängt er total. Und so dass er dann auch zu dir keinen Kontakt halten kann und Draht findet im Moment. Und da ist auch zwischen euch, also in dem Kontakt und der Kommunikation, eine Blockade drauf. Eine andere Überlegung wäre, dass er tatsächlich einen Todesfall in der Familie hat und da etwas geerbt hat und dass es ihm auch daher nicht gut geht. Ne? Also egal welches Szenario auch angewandt wird, deinem Wunschpartner oder deiner Wunschpartnerin geht es emotional nicht gut, er ist nicht offen, sein Herz ist zu, sein Kopfbereich ist zu und auch das Wurzelchakra oder der Solarplexus, der für Selbstvertrauen steht, sind absolut blockiert. Und er unterliegt in seinem Alltag auch wirklich heftigen Strukturen und absoluten Verpflichtungen und ist, wie gesagt, ja, richtig paralysiert und funktioniert eigentlich nur noch, anstatt wirklich zu leben. Und das ist wirklich krass. Das ist in der jetzigen Zeit total häufig der Fall. Das habe ich immer wieder in meinen privaten Beratungen, dass die Männer oder die Wunschpartner feststecken und nicht vorwärts kommen. Also das ist ganz, ganz häufig der Fall. Und nun schauen wir mal weiter. Ja, und wie ich das hier so sehe, in seinem Liebesleben fallen auch nicht viel bessere Karten. Na, das heißt, teilweise. Man sieht die absoluten negativen Gedanken. Er macht sich unglaublich viele Gedanken. Er macht sich einfach auch zu viele Gedanken. Ja, er zerdenkt eigentlich alles. Ja, und es kommen auch immer wieder die gleichen Probleme in ihm auf, beziehungsweise in seiner Verbindung, in der er steckt, wenn er eine Partnerin hat. Und er ist ganz, ganz stark auf der Suche nach Stabilität. Ja, und er hat die Kraft einfach momentan nicht, diese Stabilität für sich einzufordern. Ja, so will ich es mal nennen. Einzufordern, richtig, weil er kommt nicht in die Handlung. Wirklich, das ist extrem. Wenn das euer Orakel ist und euer Wunschpartner oder eure Wunschpartnerin in dieser Situation ist, wenn ihr euch da wiederfindet, dann kommt in meine Beratung und bucht einen Chakrenausgleich, eine Aura-Reinigung, dass ich eurem Wunschpartner diese Blockaden lösen kann. Wirklich, das Kopfkino ist extrem. Das ist fast noch schlimmer als als das verschlossene Herz. Der macht sich kaputt, der zerdenkt alles. Oder sie, ja. Also, das ist wirklich heftig. Dein Wunschpartner möchte gerne aus seinem jetzigen Leben, und ich nehme mal an, er ist vergeben, ja, also so wie mir das hier aussieht, oder er hat andere Verpflichtungen, die was mit seinen Eltern zu tun haben, das könnte übrigens auch sein, weil da ja Dame und Herr noch gefallen waren, dass er irgendwie Verpflichtungen hat seinen Eltern gegenüber und er sich da kümmern muss. Das kann auch sein. Also, ne, wenn er nicht in einer Liebesbeziehung ist, also einer Partnerschaft, dann kann es sein, dass er solche Verpflichtungen hat, dass er sich um seine Familie kümmern muss. Und da, was da schön zu sehen ist, ist, da wird ihm Gerechtigkeit widerfahren und er fühlt sich aber auch verpflichtet, da zu helfen. Das ist nämlich auch ein großes
Naja, was heißt Problem? Es ist ja eigentlich auch was Schönes, ne? Also so ist es ja nicht. Es ist ja wunderbar, wenn Kinder sich um ihre Eltern kümmern. Aber für ihn ist das einfach zu viel, ja? Und er kann das nicht sagen. Und da wird, es wird irgendeine Art von Geheimnis gelüftet. Das ist ganz interessant zu sehen. Das hat jetzt zwar nichts mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe, aber interessant zu sehen ist, dass er diese Verpflichtungen hat und auch wenn er in einer Partnerschaft ist, tatsächlich mit dir auch, ja, also mit dir eine Affäre hat und eine Verbindung mit einer anderen Dame hat, dann wird hier ein Geheimnis gelüftet. Und das kann sein, dass er ihr sagt, dass er eine Affäre mit dir hat. So könnte das sein. Denn er wird sein Schwert, er möchte sein Schwert in die Hand nehmen. Wenn er seine Kraft findet und in seine Kraft kommen kann, möchte er das Schwert in die Hand nehmen und wie gesagt, er sucht nach Stabilität und er versucht sie sich selbst auch zu geben. Und ich spüre auch, dass er weiß, dass du sie ihm geben kannst. Also, dass du ihn dazu hinführen kannst, dass er auch in sich selbst Stabilität erfährt. Weil im Außen kann man immer viel suchen. Wenn man das im Inneren nicht selber nicht spürt, dann bringt einem das nicht viel. Und ich appelliere da wirklich nochmal an euch, meine Lieben. Lasst eine Aura-Reinigung, einen Chakrenausgleich, eine Intensivreinigung am besten machen von mir oder von jemand anderem auch natürlich, damit euer Wunschpartner wieder zu sich selbst findet. Also das ist ja ein ganz furchtbares Bild, wirklich. Also was da auch so an Energie rüberkommt, der leidet, derjenige. Ja? Und ich hatte übrigens die Engel am Anfang, bevor ich ausgelegt hatte, noch um eine Botschaft gebeten und sie kamen mit der Botschaft Entscheidung. Ja, das heißt also, dein Partner, dein Wunschpartner, deine Wunschpartnerin muss eine Entscheidung fällen und er wird es tun oder sie. Ja, weil es liegt hier auch am Ende das Ass der Kelche, das bedeutet die absolute Fülle. Und er ist oder sie ein liebevoller Mensch, der geliebt werden möchte, der auch lieben will, was er gerade überhaupt in seinem Alltag überhaupt nicht kann und auch in seinem Liebesleben auch gar nicht stattfindet. Und er hat eigentlich die Kraft und ist so eigentlich sehr bodenständig und geerdet, aber das ist gerade völlig komplett hinüber, ja, und er möchte das aber wieder. Und das wird kommen, wenn er in die Entwicklung kommt. Das ist wirklich toll zu sehen. Wenn er es schafft, in die Entwicklung zu kommen, vielleicht durch ein Ritual von mir, eine Reinigung oder auch wenn ihr irgendwas macht oder jemand anders, dann schafft er es, aus diesem Loch, will ich fast sagen, rauszukommen. Ja, meine Lieben, er muss diese Entscheidung treffen. Dein Wunschpartner muss sich entscheiden. Ja? Also, meine Lieben, meldet euch bei mir bei Bedarf über Facebook. Ja, wir können zum Beispiel auch einen Rundumblick zur Liebe, Beruf, Finanzen, Partnerschaft machen oder eben eine Blockadenlösung, eine Aura-Reinigung, einen Chakrenausgleich oder eine Partnerzusammenführung. Ja, das würde ich euch auch empfehlen. Oder eine Partnerrückführung, falls zwischen euch gerade wirklich auch gar kein Kontakt mehr besteht, schon seit längerem und ihr da fast Schluss gemacht habt. Meldet euch bei mir über Facebook oder per E-Mail an deinekartenlegerin@ymail.com. Ich habe unten auch alles aufgeschrieben für euch, wo ihr mich kontaktieren könnt. Und ich freue mich auf euch alle und drücke euch und sage bis zum nächsten Mal. Eure Kartenlegerin Simone.